wieder reinschaust bei meiner kleinen Blitzbürstelei. Die Wichtel sind gerade fertig geworden. Die Flaschen standen noch darum. Ich heb immer solche Flaschen auf oder krieg die auch vorbeigefragt. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du schnell noch damit? Und das geht ganz einfach. Ich habe erstmal Kerzen besorgt. Hatte ich auch zu Hause. Vielleicht so eine lange. Die passt dann sofort hinein. Die nur oben drauf. So, und dann einfach ein paar Äste, Hagebutten, können auch rote Perlen sein. Und dann kommt das rein. Kann auch noch ein bisschen Glitzer reinmachen. Verschiedene Zweige, die ungefähr gleich lang sind. Die kann man ein bisschen runterschieben. Hier blüht sogar noch mal ein Johanniskraut. Also war ich ganz überrascht. Und eine Rose blüht noch, wo es reingefroren hat. Ganz toll in Rosa. Ich habe im Moment nur drei Flaschen, die vierte muss ich erst suchen, dann wäre es der Adventskranz. So, und hinein, hinein, hinein. So, und hier passt, wie gesagt, die Kerze ganz hinein. Dann steht sie ziemlich sicher. Oder oben drauf gestülpt. Die mache ich dann aber noch immer noch mal heiß, also weich, und stecke sie dann fest rein, dass das hält. Und schon habe ich einen Kerzenständer mit einer kleinen Deko. Kann man natürlich auch noch Mini-Zapfen reintun, vielleicht Mini-Sterne, Hagebutten, noch ein paar mehr und. Ich bin gerade fertig geworden. Die Flaschen standen noch darum. Ich heb immer solche Flaschen auf oder krieg die auch vorbeigefragt. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du schnell noch damit? Und das geht ganz einfach. Ich habe erstmal Kerzen besorgt. Hatte ich auch zu Hause. Vielleicht so eine lange. Die passt dann sofort hinein. Die nur oben drauf. So, und dann einfach ein paar Äste, Hagebutten, können auch rote Perlen sein. Und dann kommt das rein. Kann auch noch ein bisschen Glitzer reinmachen. Verschiedene Zweige. Ungefähr gleich lang sind, die kann man ein bisschen runterschieben. Hier blüht sogar noch mal ein Johanniskraut, also war ich ganz überrascht. Und eine Rose blüht noch, wo es reingefroren hat, ganz toll in Rosa. So. Ich habe im Moment nur drei Flaschen, die vierte muss ich erst suchen, dann wäre es der Adventskranz. So, und hinein, hinein, hinein. So, und hier passt, wie gesagt, die Kerze ganz hinein. Dann steht sie ziemlich sicher. Oder oben drauf gestülpt. Die mache ich dann aber noch immer noch mal heiß, also weich, und stecke sie dann fest rein, dass das hält. Und schon habe ich einen Kerzenständer mit einer kleinen Deko. Kann man natürlich auch noch Mini-Zapfen reintun, vielleicht Mini-Sterne, Hagebutten, noch ein paar mehr und. So, und dann habe ich das wirklich richtig fester eingesetzt mit dem Wachs. Da habe ich einfach über eine Kerze gehalten und dann reingedrückt, dann hält das bombig. Auf den Teller drauf eine Kuchenplatte, noch ein paar Zweige unten drunter, Fichtenzweige, ein paar Zapfen und dann hat man eine tolle Deko. Und ich mache jetzt noch Nummer 4 und dann ist es fertig. Dann sage ich tschüss, alles Liebe, bis wieder mal. Schön gesund bleiben oder gesund werden, eure, deine Kerstin.